Hallihallo. Mein Name ist Felix Kostrewa und ich begrüße euch bei FaustTV, heute in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsladen Hannover. Wir sind ein bisschen später dran. Ich danke zuallererst der Technik vom FaustTV und dem Kulturzentrum Faust, dass sie gerade das Internet wieder in Ordnung gebracht haben, so dass wir unser Gespräch heute führen können zum Thema die Medien und die Demokratie. Chance oder Gefahr? Die Fragen, denen können wir uns heute mit tollen Gästen widmen. Ich bin ganz stolz darauf, wir haben heute einen Gast, nämlich Marie Kajewski, die ein Buch herausgegeben hat. Aber ich kann einfach mal so fragen, Marie, wer bist du, was machst du? Magst du dich kurz vorstellen? Gerne. Ich bin Marie, ich bin 39 Jahre alt und beruflich leite ich die katholische Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen. Die katholische Erwachsenenbildung, das ist eine von 7 Einrichtungen, die als Landeseinrichtung nach dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz in freier Trägerschaft Erwachsenenbildung machen. Und daneben bin ich Politikwissenschaftlerin und habe mich in den letzten Jahren mit vielen Fragen rund um die Demokratie beschäftigt und auch mit der Frage, wie die Rolle des Bürgers in der Zuschauerdemokratie aussieht. Ich moderiere heute gar nicht, sondern ich stelle nur die Gäste vor, weil ich so eine gute Moderation habe. Keine tolle Moderation, eine gute Moderatorenskollegin, ganz toll. Aber wir haben noch einen zweiten Gast. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Zuschauerdemokratie hört sich schon mal klasse an. Unser zweiter Gast heute ist Christian von Eichborn, angekündigt als langjähriger Pressesprecher. Das weiß vielleicht gar nicht jeder, was der macht, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Christian, wer bist du? Was machst du? Wir haben uns übrigens heute auf das Thema Du am heutigen Abend geeinigt, weil es uns besser gefällt, wenn wir hier so im Wohnzimmer sitzen. Christian, wer bist du? Was machst du? Ja, hallo, ich bin Christian von Eichborn. Danke erstmal für die Einladung zu der Sendung. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ich arbeite seit vielen Jahren als Pressesprecher, aber langjährig fände ich jetzt auch übertrieben an der Stelle. Ich bin Pressesprecher bei der Landeshauptstadt Hannover. Vorher war ich einige Jahre bei der Bertelsmann Stiftung als Pressesprecher aktiv und zuvor bei den Landtagsfraktionen von Bündnis 90 Die Grünen in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Als Sprecher aktiv von Haus aus bin ich Politikwissenschaftler, wohne seit 8 Jahren in Hannover, bin also auch verwurzelt jetzt schon in der Stadt hier und freue mich einfach sehr, dass wir heute über das spannende Thema ins Gespräch kommen. Und wenn ich was beitragen kann, gerne. Das glaube ich sehr. Das glaube ich wirklich sehr. Und tolle Gäste, ein Praktiker, eine Beobachterin und Erwachsenenbildnerin. Ich weiß noch nicht genau, als was ich heute hier bin. Christine, unsere Moderation, Christine Schwarz, hat gesagt, oder ich habe mir gesagt, sie wird schon die richtigen Sachen aus mir auch herauslocken. Und ich übergebe dann gerne an dich, Christine, und freue mich auf ein gemeinsames, spannendes Gespräch. Ja, danke Felix. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute diese Serie, die Demokratieserie des Wissenschaftsladens fortsetzen können. Wir haben ja bereits begonnen im März mit dem Thema Zukunft der Parteiendemokratie. Braucht eine Demokratie überhaupt noch Parteien oder geht es nicht auch mal ohne? Das war ein toller Abend, den wir hier hatten. Es ging hoch her. Wir hatten 40 Leute online dabei und nochmal ungefähr 40 Leute haben hinterher sich den Stream nochmal angeguckt. Auch diesen Stream wird es später noch im Netz wieder geben. Und ja, heute ist das Thema eben Medien und Demokratie. Und ich bin sehr gespannt, was wir aus diesen 3 interessanten Positionen hören werden. Felix, ich würde dich heute mal als Aktivist bezeichnen. Du bist im Wissenschaftsladen jemand, der in Hannover und darüber hinaus ganz viele andere Aktivistinnen vernetzt. Du machst dieses grandiose Filmfest Utopianale. Und ja, ich habe dich jetzt mal als Aktivist moduliert. Gut, schauen wir. Also, oder ich bin Nutzer von Medien, haben wir gerade eben auch schon mal gedacht. Und ich bin gerne Demokrat. Genau. Das finde ich cool. Du bist auch noch Gastgeber, weil du hast uns diese Serie beschert. Ihr fragt euch vielleicht zu Hause an den Handys, Laptops oder was auch immer ihr benutzt, wer das jetzt hier sein wird. Das ist, ist es ein Überraschungsgast? Ich weiß es nicht. Es sind Überraschungsgäste. Und zwar ist das der Chat. Cosma, die im Wissenschaftsladen arbeitet und dort ihren Bundesfreiwilligendienst macht, wird alle 20, 25 Minuten hereinschneien und uns das präsentieren, was ihr uns im Chat reinschreibt. Das können Fragen sein, das können Gegenansichten sein, Kommentare sein. Und ich lade euch herzlich ein zum Warming-up, dass ihr so ein bisschen euch an die Tastatur gewöhnt beim Fernsehgucken. Einfach mal uns Beispiele in den
Chat schreibt, positive und negative Beispiele zum Verhältnis von Demokratie und Medien. Also wo sich Demokratie und Medien in einem ja, chancenreichen Verhältnis gegenüberstanden und wo sie sich aber gegenseitig auch eine Gefahr bedeutet haben. Falls euch da irgendetwas einfällt, Anekdoten, Erlebnisse, Zeitungsheadlines, bitte rein damit. Das können wir hier wunderbar in der Diskussion mit aufnehmen. Ja, der Ablauf heute, wir stellen einfach rundherum Fragen, wir verwickeln uns alle in Diskussionen. Ich habe gute Fragen vorbereitet, eure Fragen, wie gesagt, werden hier reintransportiert und ja, ich glaube, ich lege gleich los mit der ersten Frage. Ich fange immer gerne mit einer persönlichen Frage an und ich höre auch gerne mit einer persönlichen Frage auf. Maximal 90 Minuten haben wir uns heute gesetzt und ja, ich würde mal erstmal euch beide fragen, was hat eigentlich eure Arbeit mit Medien und Demokratie zu tun? Könnt ihr da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wer fängt an? Marie? Also in der Erwachsenenbildung kommt das Thema da zusammen, wo wir uns mit Digital Literacy beschäftigen, mit digitaler Literalität. Und Literalität, das meint alle Voraussetzungen und Kompetenzen, um Teilhabe zu haben. Und digitale Literalität meint damit alle Kompetenzen und Voraussetzungen, um am digitalen Raum teilhaben zu können. Und in diesem Thema gibt es vier Felder. Und eins der Felder, das ist das nach den technischen Voraussetzungen und technischen Kompetenzen. Also um am digitalen Raum teilhaben zu können, muss ich natürlich ein digitales Endgerät, sei es ein Smartphone, ein Tablet, ein PC, bedienen können und ich muss auch mit der Software irgendwie zurechtkommen. Dann kommt schon das zweite Feld, Medienkompetenz. Im Bereich der Medienkompetenz stellen wir fest, dass es im digitalen Raum eine große Vielzahl von Formaten gibt, die gar nicht so genau zu unterscheiden sind. Blicke ich auf so eine Twitter-Timeline, dann begegnet mir da vielleicht ein journalistischer Beitrag, den ein Journalist oder eine Journalistin nach langer Recherche veröffentlicht hat, so eine Reportage. Es begegnet mir genauso gut Meinung, die Privatpersonen mehr oder weniger informiert posten. Mir begegnen Influencer, die vielleicht Product Placement betreiben, die auch Meinungen kundtun, die einen bestimmten Lifestyle präsentieren. Und mir begegnet Werbung. Das alles zu unterscheiden. Und auch zu einer fundierten Einschätzung zu kommen, um welches Format, welche Art von Nachricht es sich handelt. Das ist so ein großer Teil der Medienkompetenz. Dann wäre das dritte Feld meines Erachtens eine digitale Ethik. Wie verhalte ich mich in diesem digitalen Raum gut und richtig und welche Verhaltensweisen sind eher schlecht und sollten unterlassen werden? Und das wichtigste Feld meines Erachtens ist für Digital Literacy die politische Bildung. Weil es geht nicht nur um Kompetenzen, es geht auch um Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind in der digitalen Öffentlichkeit nochmal anders als in unserer präsenten Öffentlichkeit. Wir stellen fest, dass der digitale Raum uns Plattformen präsentiert, die Öffentlichkeit herstellen. Diese Plattformen sind aber nicht von einem öffentlichen Gemeinwesen hergestellt, sondern die sind von privatwirtschaftlichen Akteuren. Also hinter Twitter steckt eine Firma, hinter Facebook steckt eine Firma, hinter Google steckt die Firma. Die haben natürlich eine Eigendynamik, die haben eigenes Interesse. Und das, was mir als Öffentlichkeit entgegenkommt, hat bestimmte Bedingungen, Nutzungsbedingungen, die ich anerkennen muss. Mhm. Es gibt bestimmte Ausschlussmechanismen. Und das zu reflektieren, diese Mechanismen kennenzulernen und die in ein Verhältnis zu setzen zu dem, was meine Grundrechte sind, der informationellen Selbstbestimmung und der freien Meinungsäußerung. Das wäre so das Kernstück politischer Bildung, was zu Digital Literacy gehört und was mir in der Erwachsenenbildung gerade eins der wichtigsten Themen scheint. Okay, also du bist Erwachsenenbildnerin und das sind deine Themen, ja? Okay, super, dann haben wir es verstanden. Es ist ein ganz schöne Bandbreite, die du da in der politischen Bildung abdeckst. Christian, du bist jetzt Pressesprecher. Kannst du uns einfach mal so ein bisschen entwickeln, was hat deine Arbeit mit Medien zu tun? Das ist klar als Pressesprecher, aber jetzt nochmal mit Medien und Demokratie. Ja, gerne. Also ich glaube, es trifft auf alle Kommunikatoren zu, egal wo man arbeitet, ob man jetzt bei einem großen Unternehmen oder einem kleinen Unternehmen Kommunikation macht, ob man Social Media Kommunikation macht oder für die Presse, ob man bei einer Stadtverwaltung oder einer Stiftung arbeitet, ist es so, man ist Teil des demokratischen Aushandlungsprozesses. Man stellt Informationen zur Verfügung und man macht eine Übersetzungsleistung von bestehenden Strukturen, einem Unternehmen, einer Stiftung, einer Verwaltung, in die Öffentlichkeit hinein. Und man muss sich da natürlich seiner Verantwortung bewusst sein, dass man
damit auch in einer demokratischen Öffentlichkeit unterwegs ist, die darauf angewiesen ist, dass die Informationen stimmen, dass man wahrhaftig argumentiert. Das heißt, das Verhältnis von meiner Arbeit ist halt, dass man möglichst zur Demokratie ist, dass man sowieso als Angestellter in der Verwaltung eine besondere Verantwortung hat, das steht außer Zweifel, aber auch genauso jeder andere in Kommunikationsabteilungen die Verpflichtung hat, ganz explizit einen Pressekodex oder einen Kommunikationskodex hochzuhalten, dass man sich als Teil des demokratischen Spiels, des Aushandlungsprozesses sieht und dann halt legitimen Interessen, Nachfragen auch wahrheitsgemäß, fair arbeitet und handelt und dort einfach, ja, ich sag mal, menschliche Standards einhält in der Kommunikation, damit der demokratische Aushandlungsprozess zu den verschiedensten Themen auch wirklich gut stattfinden kann. Und ich glaube, das ist so die elementare Verantwortung, die man als Kommunikator oder als Kommunikatorin hat im Verhältnis zwischen Medien und Demokratie als Arbeiter, Mitarbeiterin einer Pressestelle. Ja, da sieht man schon mal viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und ich finde, ein wichtiger dritter Begriff ist gefallen, gerade zu Medien und Demokratie, der Begriff der Öffentlichkeit. Ne? Also du vermittelst quasi, Marie, wie sozusagen Öffentlichkeit im digitalen Raum hergestellt wird, in Frage gestellt wird, korrigiert wird, wie Menschen sich bewegen im digitalen Öffentlichkeitsraum. Und bei Christian ist es so, ja, du als Pressesprecher stellst auch Öffentlichkeit her, du wirst aber auch in die Öffentlichkeit gezogen, du willst dich in der Öffentlichkeit vielleicht auch korrigieren, aber jedenfalls ihr beide tummelt euch in dem Feld der Öffentlichkeitsherstellung und im öffentlichen Diskurs. Finde ich nochmal sehr interessant, dass ihr da Gemeinsamkeiten und Unterschiede habt. Felix, du jetzt, wenn ich dich mal als Aktivist, Gastgeber und in deinen ganzen anderen Rollen anspreche, Medien und Demokratie ist in deiner Arbeit auch ein wichtiges Feld. Könntest du mal beschreiben, wo begegnen dir beide Themen am häufigsten? Also, das, ich finde auch, ich möchte unheimlich gerne dir schon mal sagen, dass ich über das Thema Öffentlichkeit und das Spiel, Meinungsspiel, was Christian gerade gesagt hat, da würde ich eventuell später noch auf das Thema oder auf die Frage kommen, ist es mittlerweile nicht manchmal eher ein Kampf? Also, und der Meinungskampf, wo es mir begegnet, also ich nutze, oder weshalb wir gerade eben vielleicht gesagt haben, ich nutze das einerseits als Aktivist, versuche ich eine Öffentlichkeit für die Sachen, die ich veranstalte, zu erzeugen und hinzukriegen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die Dinge, die ich wichtig finde, dass darüber gesprochen wird, bitte sehr. So, das ist mal das eine. Da gibt es dann, glaube ich, sehr unterschiedliche Erfolge, je nachdem, welche Player diese Öffentlichkeit auch herstellen. Marie hat die verschiedenen Unternehmen angekündigt. Da muss ich mich dann jedes Mal wieder fragen, ob ich denen dann noch zusätzlich Geld für Werbung gebe, weil Punkt, Punkt, Punkt. Das sind so, wie kriege ich Öffentlichkeit hin? Und was die Demokratie beschäftigt oder auch die Medien und die Demokratie jetzt heute, ist besonders das Thema, wie viel Öffentlichkeit können denn Einzelne? Für mich ist Demokratie als Grundpfeiler, dass jeder gleich viel Einfluss auf diesen öffentlichen Meinungskampf oder auf das Spiel nehmen kann. Und da sind Medien immer ein Vermittler gewesen, glaube ich. Aber dieses Feld verändert sich auch. Und es verändert sich auch darüber, mit welchen Mitteln. Also früher waren vielleicht Kontakte zu irgendwelchen Journalisten total hilfreich. Heute sind es die Influencer. Influencer machen das aber wiederum mit ganz anderen Interessen eventuell und mit einer anderen Fairness und anderen Kodex, um mit Christians Worten zu sprechen. Und da finde ich es dann spannend, dass die Demokratie sich womöglich im Verhältnis mit den Medien gerade auch verändert. Ich würde mich zu gerne da noch weiter drin aufhalten, weil wenn man den Wissenschaftsladen ein bisschen besser kennt, dann weiß man, dass es ja so eine Art Treffpunkt von Leuten, die gerne aktiv werden wollen politisch, die vielleicht schon auch ein eigenes politisches Netzwerk haben und sich mit anderen Netzwerken zusammentummeln wollen. Und da ist es eben schon auch interessant, wenn man so sieht, dass der Wissenschaftsladen ja dann auch probiert, die Einflussnahme auf Öffentlichkeit etwas zu
egalitärer zu machen, Entschuldigung. Also, dass alle sozusagen einen ähnlich guten Einfluss auf Öffentlichkeit haben. Aber das ist natürlich ein hehres Ziel, dass das jemals der Fall sein wird. Für so einen kleinen Laden wie unseren leider ein sehr hehres Ziel, sehr großes Ziel. Aber es ist das Ideal, es ist das idealistische Ziel von eigentlich allen Ladenbewegungen, ist ein emanzipatorisches Ziel. Und in unserem Fall sicherlich vor allen Dingen auch wissenschaftliche oder Kenntnisse, soweit wir was wissen können, allen möglichst vielen zugänglich zu machen. Und vielleicht seitdem, weil ich mich sehr für Demokratieprozesse interessiere, ist immer so, wer das so gerade prägt. Wir beschäftigen uns auch mit Teilhabe und solchen Fragen. Ja. Okay, das werden wir bestimmt noch gleich streifen. Ist das eine Illusion, dass jemals wir annähernd gleiche Chancen haben, Einfluss auf die Öffentlichkeit zu haben? Ne? Das wird sicherlich noch kommen. Wir sind jetzt schon mitten in Maries Buch, ne? Also sozusagen Einflussnahme der Zuschauerschaft. Aber das ist erst die übernächste Frage, was ist in diesem Buch für gute Nachrichten drin stecken. Die Demokratietheorie, mit der du dich ja beschäftigt hast, die hat meistens schlechte Nachrichten. Hier ist jetzt endlich mal eine gute. Aber ich würde gerne noch eine Frage dazwischen schalten. Und zwar, wenn ihr mal so auf dieses Jahr guckt und das letzte, jetzt mal Corona hin oder her, was sind eurer Ansicht nach so die bedenklichsten Aspekte, die euch bewegen, gerade im Moment zum Thema Medien und Demokratie? Wo würdet ihr sagen, oh, da müssen wir mal hingucken, da habe ich Sorge oder da habe ich Interesse, da passiert irgendwas, was mich irgendwie bewegt? Gibt es da Aspekte, die ihr hier so einwerfen könnt? Ich gucke mal Christian an. Ja, also sehr gerne. Also ich glaube, alles ist, also so drei Gedanken vielleicht dazu. Also es ist das Thema Missgunst, was man vielleicht benennen kann, dass man vor allem in den sozialen Medien, was du ja auch gerade eben schon angesprochen hast, erlebt, dass dort man eher auf der Suche nach den Fehlern, Skandalisierbarkeiten ist und dann Shitstorms losbrechen oder Menschen halt diffamiert werden, gerade auch Menschen, die den Schritt in die Öffentlichkeit wagen als Politikerinnen und Politiker, die ihren Kopf da auch bereit sind hinzuhalten, um diese Perspektive auch mal so aufzumachen, dass dort man, und zwar über alle Parteien hinweg, viele Leute unterwegs sind, die halt sehr bereit sind, sich sehr diffamierend, teilweise sexistisch über Menschen zu äußern und sie dort halt herabzuwürdigen. So, das ist eine wirkliche Problematik. Das gibt es in alle Richtungen. Also da gibt es nicht die Guten und die Bösen, sondern das geht in alle politischen Richtungen aus meiner Sicht. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Problematik. Die zweite ist das Thema Wahrhaftigkeit. Also, vor ein paar Jahren kam dieser Begriff des Postfaktischen auf, als würde das Faktum keine Rolle mehr spielen, als würde man sich von der Wahrheit entfernen. Das war so, als Trump gewählt wurde oder in dem Wahlkampf kam das eben sehr, sehr groß hoch. Und da ist man an der Stelle, wo man mit Leuten wirklich darüber verhandeln muss, dass man merkt, was ist eine Wahrheit, was ist wahrhaftig und was nicht. Also man kann sich nicht mehr auf die Grundlagen der demokratischen Auseinandersetzung, dass man Fakten gemeinsam anerkennt, einigen. So, und das ist eine bedenkliche Entwicklung, dass Fakten negiert werden. So, und da muss man gucken, ein Faktum ist ein Faktum, aber an welcher Stelle beginnt Meinung, an welcher Stelle muss man noch von Wahrheit sprechen? So, und das ist eine Riesenherausforderung, gerade weil sich aus dieser Bereitschaft, Fakten zu negieren oder auch ein grundsätzlicher Zweifel gegenüber potenziellen Fakten entwickelt. Das merken Unternehmen, das merken aber auch die Wissenschaft in Anführungszeichen, das merken aber auch Verwaltungsorganisationen, Behörden, dass die Zahlen beispielsweise, die man herausgibt, einfach von bestimmten Teilen der Bevölkerung nicht geglaubt werden. So, dass man sagt, das stimmt nicht, da steckt bestimmt jemand hinter. Es hat so verschwörungstheoretische Ansätze an dieser Stelle schon. Das finde ich problematisch. Und der dritte ist natürlich als Riesenherausforderung, auch mit dem man sich jetzt als Öffentlichkeitsarbeiter, eben aber auch als Bürger auseinandersetzen muss, die Umstrukturierung der Medienlandschaft. Wir haben immer mehr Kanäle, wir haben immer mehr zeitliche Vertaktung und immer eine höhere Taktung von Nachrichtenlagen, aber auch Nachrichten, die konsumiert werden wollen. Also Menschen wollen Nachrichten konsumieren und darauf müssen sich die Medienbranchen einstellen. Die Medienbranche einstellen, die Printmedien, die Online-Medien, all das, die müssen damit nach wie vor Geld verdienen und das hat noch mancherorts funktioniert es besser, andernorts noch nicht und so, aber das setzt eben sehr viel Veränderung in Gang und das macht die Arbeit sehr, sehr schwierig und herausfordernd, aber das sind so für mich die drei größten Blöcke, mit denen man da gerade noch zu tun hat oder mit denen wir zu kämpfen haben. Ja, danke. Missgunst, Wahrhaftigkeit und die vielen Medienkanäle. Wer von euch beiden würde weitermachen? Was macht euch gerade am nachdenklichsten zum Verhältnis von Medien und Demokratie?
Felix grübelt und Marie, hättest du was? Ich könnte da gut andocken. Also das Thema Missgunst, das du ansprichst und auch davon weitergehend ja auch Hass und Hetze im Netz. Das scheint mir eine Grundherausforderung zu sein. Und wenn ich das letzte Jahr betrachte, wo ja all das Soziale, was sonst ja auch Resonanzräume neben den Medien und neben der digitalen Welt bietet, extrem runtergefahren werden musste, weil ja die persönliche Begegnung potenziell gefährlich geworden ist. Das hat was mit uns gemacht. Und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, aufgearbeitet werden muss. Weil wir sehen in der Konzentration auf digitale Kommunikation, dass Radikalisierung zunimmt. Wir merken, dass wesentliche Dimensionen wegfallen. Also einen spontanen Einwurf machen ist in einer Zoom-Konferenz relativ schwierig. Auch eine gemeinsame Wahrnehmung herzustellen, so eine Unmittelbarkeit zu haben, das ist ganz schwierig. Und wie wir das in ein gutes Verhältnis setzen, weil wir stehen vor einer digitalen Revolution. Unsere Gesellschaft wird digitaler werden. Was lernen wir aus dieser Erfahrung jetzt für die Voraussetzungen und Gelingensbedingungen von Demokratie, die immer auch in einem sozialen, unmittelbaren Miteinander, in einer Interaktion begründet liegt? Das treibt mich um. Mich treibt um, wenn ich an die Wahl denke. Das wäre, glaube ich, der Punkt, der mich wirklich am meisten bewegt. Wir haben dieses Jahr Bundestagswahl, wir haben auch Kommunalwahl. Und wir haben einerseits in den vergangenen Jahren gesehen, wie anfällig Wahlkampf für Manipulation wird. Und da hat man immer gedacht, ja, das passiert in Amerika. Das passiert hier nicht. Und unlängst habe ich gelesen, dass auch deutsche Parteien mit Dark Posts experimentieren. Also mit Posts, die nicht mehr an alle über die Timeline rausgeschickt werden, sondern wo gezielt Personengruppen identifiziert werden und die Posts kriegen, die andere nicht lesen können. Wie manipulierbar werden wir als Bürger im Wahlkampf? Das ist für mich eine große Herausforderung. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Demokratien eine Präferenz ausbilden auf Grundlage von, genau wie du gesagt hast, Wahrhaftigkeit, auch von Sachargumenten und von grundlegenden Wertentscheidungen. Und wenn die beliebig manipulierbar sind, weil mir gezielt Informationen zugespielt werden, die ich kaum überprüfen kann, weil sie andere Leute nicht haben, für die ich als besonders empfänglich identifiziert worden bin. Wie frei bin ich dann noch in meiner Entscheidung? Das ist, glaube ich, eine Grundanfrage an die Demokratie gerade. Ja, danke, Marie. Hetze und Wahlmanipulation waren deine Punkte. Ich schaue mal kurz zu Felix. Ich schaue aber auch zu Cosma, ob im Chat was los ist, was wir auf die Bühne holen sollten. Und das ist noch nicht der Fall. Letztes Mal war es so, in den letzten 20 Minuten habt ihr es uns noch mal ordentlich gegeben. Mal schauen, was sich dann noch tut. Felix, du siehst sehr gedankenvoll aus. Ja, ich bin auch gedankenvoll, weil natürlich, ich sage jetzt mal, natürlich Hetze und Respektlosigkeiten, Trolle letztlich, ne, was da so stattfindet. Ich würde vielleicht später noch gerne mehr über die Dark Posts wissen, weil ich da gar nicht genug offenbar drüber weiß. Aber ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, wir haben noch nicht das Thema angesprochen, es ist eine Gesellschafts-, wir hatten mal eine Hoffnung, oder ich glaube, also ich zumindest hatte eine Hoffnung, das ging rund um solche Sachen wie arabischen Frühling, dass es über bestimmte Medien eine Gegenöffentlichkeit, eine andere Öffentlichkeit geben kann, die es ja auch demokratisiert in bestimmten gesellschaftlichen Zuständen und Umständen. Und jetzt sind wir in, fühle ich uns gerade hier im Moment, wie wir gerade sprechen, als sehr desillusioniert bzw. sehr sorgenvoll. Und ich kann das nur teilen, will aber einen Begriff noch einbringen, der mir noch nicht genannt wurde, weil ich finde ihn ganz wesentlich, was soziale Medien angeht, die einerseits diese Aufputschung, Möglichkeit zur schnellen Reaktion in einer scheinbaren Aufmerksamkeits interessierten Öffentlichkeit, die ich sonst, als wenn ich zu Hause sitze, ja gar nicht erreiche. Also was Marie gesagt hat, ist ja, wir sitzen alle viel mehr zu Hause, aber wir haben über bestimmte Medien dann die Chance,
da werden wir wahrgenommen, wenn wir eine bestimmte Radikalität auch erreichen, wenn wir eine bestimmte Extremität, Extremismus präsentieren, dann werden wir sichtbar. Und gleichzeitig werden wir eben nicht sichtbar, weil wir nicht belangbar sind durch die Anonymisierung. Und das finde ich, also Gesellschaft hat für mich und Demokratie auch, hat für mich Meinungsspiel oder Meinungskampf immer was damit zu tun. Wenn ich im Rat zusammensitze, dann muss ich aushalten, dass da jemand dummes Zeug erzählt, weil gleich habe ich ja Rederecht. So, also jetzt mal, ne, egal welche Seite wir nehmen. Und am Ende sind wir dann gemeinsam im Vorraum, wie ich manchmal höre, da wird dann nochmal ganz anders miteinander auch gesprochen und der parlamentarische Schlagabtausch wird ein bisschen relativiert, weil wir wieder Menschen sind. Und in diesen Medien und in dieser Digitalisierung werden wir nie Menschen. Da sind wir einfach Namen. Und wenn wir Glück haben, Argumente. Ja, also vielleicht so zwei, drei Gedanken dazu. Es gibt, ich meine, es gibt ja zahlreiche Versuche, dass man Menschen wieder miteinander ins konstruktive Gespräch zurückbringt. So, also von verschiedenen, die Zeit macht es, glaube ich. Es gibt auch so eine App, Diskutier mit mir beispielsweise, wo Menschen, ich weiß nicht, ob die noch im Einsatz ist, aber wo Menschen unterschiedlicher politischer Couleur beispielsweise dann in einen Raum gebracht werden, im Sinne von so, jetzt tauscht euch doch mal zu diesem und jenem Thema aus und dann auch aus unterschiedlichen Regionen, teils europaweit, halt um genau diese Art von Austausch, der dann halt auf 280 Zeichen oder so nicht drin ist, wieder zu ermöglichen. So, und ich glaube, das wird auch ganz gut angenommen. Also das sind immer große Berichte, die, wenn diese Tage gelaufen sind, an denen das dann stattgefunden hat, wo dann halt Menschen dann darlegen, ja, ich war ja ganz überrascht, also wir konnten uns von 9 von 10 Punkten konnten wir uns nicht einigen, so, aber war trotzdem nett. So, also so, dass es dann halt sowas dann stattfindet, so, also dass man dann merkt, in dem Moment, wo man halt diese menschliche Grenze überwindet irgendwie, dass dann vielleicht doch viele Leute, von denen man in den sozialen Medien vielleicht sagen würde, okay, die sind nicht mehr einfangbar oder so, dass die dann doch wieder bereit sind zu berichten. Genau das berichten ja auch Politiker, die sich an Haushalte wenden. Das glaube ich nämlich auch 100%. Ja. Wenn ich, also du redest jetzt gerade nichts Doofes bisher, aber natürlich kann ich mit einem, wenn ich ihn als Menschen wieder wahrnehme, dann kann ich das nämlich auch wieder, weil ich dann eine Gesamtpersönlichkeit irgendwie auch erlebe. Ja. Und dann haben wir wieder Gemeinsamkeiten. Aber wenn wir uns nur so sporadisch im Vorbeifliegen über eine Corona-Maßnahme austauschen und dazu unterschiedliche Emotionen haben, dann prallen wir aufeinander und vertiefen wirklicherweise auch nur diese Emotionen. Ja. Ein Gedanke, den ich noch aufgreifen wollte, war mit der Parallelöffentlichkeit, was du gerade eben angesprochen hast. Und ich glaube, dass man vielleicht hat man sogar Parallelöffentlichkeiten durch die Digitalisierung aufgebrochen und aufgelöst. Also ich glaube, man darf da glaube ich nicht in so ein, also ich halte mich immer zurück, da so zu romantisieren, dass durch die Digitalisierung dann irgendwas gekommen ist. Also ich glaube, dass, wenn wir uns nur ein historischer Blick zurück ins 19. Jahrhundert zurückversetzen, die sozialdemokratische Gegenöffentlichkeit oder die katholische Gegenöffentlichkeit im protestantischen Staat oder so etwas, das waren ja feste Milieus, die sich da herausgebildet haben, die geschlossen gewesen sind, in denen eigene Öffentlichkeiten hergestellt worden sind, in denen man heimelig war. So, weil man seine Leute um sich herum hatte, die alle ähnlich gewesen sind. Und was wir heute ja im Kontext der Digitalisierung erleben, ist ja genau das Gegenteil, wenn man so möchte, dass in den sozialen Medien alle auf einmal aufeinandertreffen, dass man halt auch, wenn man einer bestimmten politischen oder sozialen, milieumäßigen Orientierung zugeneigt ist, dass man auf einmal in den sozialen Medien einer Öffentlichkeit ausgesetzt ist, vor der man vielleicht früher geschützt gewesen ist. So, und das ist natürlich auch eine ganz andere Herausforderung. Also man sieht ja viel mehr, also die Unterschiede werden einfach viel sichtbarer, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. So, und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja. Ich würde mal so ein kleines Zwischenfazit probieren. Wir sind ja noch nicht in der Hälfte, aber trotzdem. Also wenn ich jetzt mal Chance und Gefahr, ne, als Thema des Abends auch sehe, was ist es denn nun? Wir stellen fest, es ist offenbar beides, aber wir haben alle oder ihr habt alle mehr so Gefahrenpunkte genannt. Ne? Das sind wirklich Sorgen, die ihr da adressiert habt. Das heißt, wir sind weniger auf der Chancenseite bisher unterwegs gewesen. Da werden wir gleich noch hinkommen, unter anderem mit der okularen Demokratie, wo ich gleich noch mal ein bisschen nachhaken möchte, denn das ist wirklich sehr lesenswert, das Buch. Aber ich sehe eher Sorgen, das ist ein kleines Zwischenfazit. Und was mir auch auffällt, wir reden total viel über Social Media. Und wo ich total Bock zu hätte jetzt, ist mit euch diesen Begriff der Medien zu dekonstruieren. Was läuft unter dieser Chiffre Medien, ja? Ist es der Qualitätsjournalismus? Sind es irgendwelche Tweets?
Ist es irgendwie die Kampagne von irgendwelchen Unternehmen auf Facebook? Sind es Talkshows wie diese? Ja? Ist die Talkshow irgendwie die moderne Polis, wo sozusagen sich ausgetauscht wird, sich gestritten wird, wo Öffentlichkeit entsteht? Das ist mir auch ein zweiter Punkt, der mir gerade auffällt, dass wir vielleicht diesen Begriff der Medien wenn nicht dekonstruieren, dann zumindest vorsichtiger anfassen, weil wir reden vielleicht ein bisschen zu viel über Social Media. Es gibt auch den guten Journalismus, der aufklärt, der richtig stellt, der wieder zusammenführt, du hattest es genannt. Und ja, ein weiterer Punkt, der mir noch so auffällt, ist, es ist schon auch eine gewisse Ambivalenz zu sehen. Also was Gefahr ist, könnte auch Chance sein. Die Frage ist, für wen? Du hattest eben den schönen Begriff Gegenöffentlichkeit reingebracht. Du warst auch derjenige, der gesagt hat, wir haben so viele Kanäle. Da ist die Frage, können wir von Öffentlichkeit im Singular überhaupt sprechen? Oder sind es nicht Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten, die sich halt in den Kanälen tummeln, die aber zu keiner Gesamtöffentlichkeit im Sinne einer Agora, also eines Marktplatzes, wo alle zusammenkommen? Das sind so Sachen, die ich gerne mal als Zwischenfazit so einwerfen möchte. Vielleicht sollten wir uns nicht zu sehr auf Social Media versteifen. Möchtest du direkt dazu antworten? Sonst würde ich gerne Marie noch mal einbinden mit ihrer okularen Demokratie. Ja, total, weil das würde uns vielleicht gespannt, ja, von der Sorgenseite wieder in die Hoffnungsseite bringen. Also wenn ich mal in meinen, ich bin nicht so gut in Demokratietheorie, obwohl ich finde, es ist Wahnsinn, was man da finden kann, wenn man sich da mal in Bibliotheken bewegt oder auch im Internet. Und ja, also die Demokratietheorie hat ja immer so eine Art Abwärtsbewegung, also sozusagen auch die neuen Medien machen sozusagen unsere armen jungen Wähler ganz kaputt und die lesen dann nur so dummes Zeug und die hetzen sich auf und so weiter. Das ist sozusagen so eine Downhill-Perspektive in der Demokratietheorie. Deswegen mag ich sie nicht immer so gerne. Aber jetzt habt ihr hier ein Buch geschrieben, wo ihr zeigt, mein Gott, der Zuschauer, also der okular zuschauende Bürger und Bürgerin, die haben so eine Macht. Und kannst du uns mal diese gute Botschaft in klar verständlichen, kurzen Sätzen erläutern, wenn das möglich ist, Marie? Ja, also zunächst mal ist, glaube ich, die gute Botschaft dieses Buchs, dass es heute auch noch realistische Demokratietheorie gibt. Das ist genau diese Downhill-Perspektive, wie du es genannt hast, ja, dass wir immer in so einem Verfallsdiskurs drin sind, dass alles so schlecht ist, dass es früher auch mal besser war in der Demokratie, aber dass Beteiligung eigentlich immer weniger wird und dass wir desinteressiert sind als Bürger und dass wir politikverdrossen sind als Bürger. Das sind Befunde, die man erhebt, ja, oder auch, dass die Wahlbeteiligung immer zurückgeht. Das sind immer Befunde, die man erhebt, wenn man zuerst ein ideales Bild von Demokratie konstruiert hat. Ja, dass ich also eine Idee habe davon, wie ein gutes Verhältnis zwischen Bürger und Repräsentativsystem aussieht, ja, wie Bürger sich beteiligen sollen, wenn ich davon ein ideales Bild habe und dann versuche, Realität darunter zu packen, dann kann das nur schiefgehen. Ja, weil das sind ideelle Konstrukte, das sind normativ aufgeladene Theorien. So, und die kommen dann dazu, von Postdemokratie zu reden oder von Postparlamentarismus oder auch von Refeudalisierung und die gewinnen kein positives Bild dieser Gegenwart. Die realistische Demokratietheorie, mit der wir uns beschäftigt haben, die geht auf einen Theoretiker in den USA zurück, Jeffrey Green. Jeffrey Green ist so unser Alter, ja. So, und der hat gesagt, ich gucke mir an, wie Demokratie heute funktioniert und ich bewerte das gar nicht zuerst, sondern ich gucke, was man mit der Zustandsbeschreibung, die ich hier anfertige, machen kann. So, und dann hat er angefangen zu beschreiben. Hat er festgestellt, dass unsere Demokratie heute weniger dem repräsentativen Ideal entspricht, also wo im Prinzip Volksvertreter, die wir gewählt haben, genau die Interessen der Bürger umsetzen, sondern dass unsere Demokratie ein Stück anders aussieht. Dass unsere Demokratie ganz stark massenmedial vermittelt wird. Dass wir uns stark auf die Personen der Politikerinnen und Politiker konzentrieren. Dass diese Personen mehr Entscheidungsspielräume haben, weil viele der Fragen, die uns heute politisch bewegen, so neu sind, dass es dafür keine Blaupause gibt, also keine handlungsleitenden Traditionen. Und damit kann man die Entscheidung freier fällen. Und dass letztlich das, was häufig als Volkswille, als
bürgerliche Meinung gesehen wird, dass das gar nicht zuerst da ist, sondern dass das medial hervorgebracht wird und hinten raus Politikerinnen und Politiker sagen, ja, wir haben das gemacht, was das Volk wollte, aber das musste mühsam hervorgebracht werden und ist meistens auch nicht Volkswille, sondern das, was wenige, die gut organisiert sind, sei es Lobby, sei es organisationsstarke Minderheiten, was die gut durchgesetzt haben als scheinbar öffentliche Meinung. Und jetzt geht der Jeffrey Green hin und sagt, okay, wenn das unsere Demokratie heute ist, die eher plebiszitär ist als repräsentativ, wie kriegen wir das hin, dass der Bürger, der wesentlich Zuschauer ist, der auch keine klaren Überzeugungen hat, also der hat nicht zu jeder Sachfrage eine Überzeugung oder eine fundierte Einschätzung oder auch nur eine Meinung, manches geht wirklich an Bürgern vorbei, wenn das die Realität ist, in der wir Bürger heute vorfinden. Wie können wir Bürger so ermächtigen, dass in diesem Zuschauen eine kritisch kontrollierende Funktion liegt und der Politiker, die Politikerin nicht alles machen kann, was sie möchte? Das ist jetzt echt mal so aus den Worten eines Bildungsprofis gesprochen, ne? Also so ermächtigen, ertüchtigen, befähigen, dass der Zuschauer sozusagen seine Macht erkennt und die auch wahrnimmt und nicht so verblendet wird, sagen wir mal so, jetzt zusammen in meinen Worten ausgedrückt. Da gucke ich jetzt mal natürlich, wo gucke ich hin? Zum Pressesprecher. Ne? Weil dein Metier ist es, bitte sag, wenn ich es falsch zusammenfasse, natürlich auch zu vermitteln, was Politiker und Politikerinnen oder Parteien, du hast ja in verschiedenen Organisationen gearbeitet, wie sie wahrgenommen werden möchten. Ja? Und wie würdest du zu den Thesen stehen, die Marie da gesagt hat? Gehörst du zu denen, die so ein warmes Mäntelchen um Politiker und Politikerinnen machen oder bist du eher der Aufklärertyp? Also erstmal ist man Dienstleister. Also man ist Dienstleister in zwei Richtungen. Man ist Dienstleister nach innen, in die Organisation hinein, dass das, was erstellt wird, ob das jetzt ein Auto gebaut, was gebaut wird, ob das irgendwie Verwaltungshandeln ist oder Studien, die erstellt werden, dass die richtig, also dass die Inhalte, die Kerninhalte richtig nach außen kommuniziert werden. Man ist aber natürlich auch Dienstleister nach außen, dass wenn es Anfragen gibt, wenn es Wünsche gibt, wenn es berechtigte Interessen gibt, dass man die so kanalisiert und beantwortet, dass sie beantwortet werden. So, von daher ist es so eine doppelte Sache. Mit Bezug jetzt auf Politikerinnen und Politiker, das betrifft jetzt nicht zwingend mich, aber insgesamt glaube ich, Menschen, die für Politikerinnen und Politiker arbeiten, ist es natürlich so, dass jeder braucht da, glaube ich, seinen gewissen Schutzraum und seine Leute, denen er vertraut, wenn man irgendwo Minister ist oder im Landtag arbeitet. Und dass man dort natürlich auch darum bemüht ist, gerade ob der großen Bereitschaft zu skandalisieren und einen in die Öffentlichkeit zu ziehen, dass man klug abwägt, was man tut und was man nicht tut. Und dabei trotzdem es gelingen muss, als Politikerin und Politiker seine eigenen Inhalte, seine Überzeugungen, seinen Wesenskern zu bewahren. So, also man muss sich ja auch vorstellen, dass Menschen, ob es jetzt Frauen sind in der Politik, dass sie extremen Sexismus ausgesetzt sind in der im öffentlichen Diskurs. Oder Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund, dass dann auch dort Anfeindungen von rechts kommen und dergleichen. Dass man dort natürlich sehr genau auf das achtet, was man tut und was man nicht tut, aber man muss halt immer man selbst bleiben an dieser Stelle. So, und ich habe die Texte auch gelesen jetzt im Vorfeld so und hatte die Wahrnehmung, dass das mit dem Beruf des Pressesprechers in dieser Demokratietheorie ein bisschen gehadert wird, so, also gar nicht schlimm und so, also, aber fand ich ganz unterhaltsam. So, ich glaube, man hat halt diese Dienstleistungsfunktion und dass man halt schon gemeinsam abwägt irgendwie, wie man die Inhalte von Politikerinnen und Politikern, die Ideen halt so auch in die Öffentlichkeit bringt, dass sie verständlich sind, aber dass man halt damit auch nicht unendliche Flanken aufmacht, wo man dann Angriffsflächen bietet im Zweifel. Das natürlich aber im Zweifel auch aushalten muss. So, also gehört einfach dazu. Wer in der Öffentlichkeit ist oder wer den Kopf aus dem Fenster hält, der muss auch den Gegenwind ertragen. Ja, ich glaube, es geht Jeffrey Green gar nicht darum, mit seiner Demokratietheorie jetzt Politikerinnen und Politikern einen wütenden Mob vorzuwerfen. Und die Missstände, die du ansprichst, sei es Sexismus, sei es Rassismus, sei es auch einfach nur feindliche Einstellungen jeder Art. Ja? Also wenn man die Zahlen ja auch liest, wie viele Politiker binnen eines Jahres sich Bedrohungsszenarien aussetzen müssen, das ist absolut besorgniserregend. Und darum geht es gar nicht. So, es geht vielmehr darum zu fragen, welche Formen von
Kontrolle, Untersuchungsausschüssen brauchen wir, damit Bürger, wenn sie eher Zuschauer sind, trotzdem einen prüfenden Blick darauf werfen können, was Politikerinnen und Politiker machen. Wie kann eine Offenheit von Situationen, Offenheit ist für Green der zentrale Begriff, das kritische Ideal von Demokratie, wie kann Offenheit herrschen? Und dann würde es darum gehen, jetzt hast du das gesagt, man muss genau gucken, wie man ein Thema so aufbereitet und vermittelt, um keine Flanken aufzumachen. Das ist klar, es geht immer darum, Themen zu vermitteln. Aber im Diskurs von Politikerinnen und Politikern mit Öffentlichkeit oder auch mit politischen Gegnern, dass nicht jede Frage vorgeschrieben ist, dass nicht jede Frage vorher bekannt ist, sondern dass Spontanität entstehen kann, Authentizität entstehen kann, dass Politikerinnen und Politiker, die ein Stück weit für die gewählt sind, die sie sind, das müssen sie ja zeigen, also weil was wäre sonst die Resonanz mit den Bürgerinnen und Bürgern mit dem kritischen Blick, immer wieder darlegen müssen, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen, was die Parameter dessen sind, was die Wertüberzeugungen sind, was auch die Zwänge sind und was der Teil ist, der in Demokratie auch immer Kompromiss ist. Aber dann würde ich doch noch einmal einen Begriff, den wir in der Veranstaltungsankündigung auch drin hatten, weil Medien werden in manchen Zusammenhängen als vierte Gewalt in der Demokratie bezeichnet. Welche Rolle haben denn in diesem Konstrukt dann die Medien als solche, als Vermittler? Weil der Zuschauer, das, was ich gerade gehört habe, was ich sehr spannend finde, ist, abgesehen davon muss ich kurz zwischenschieben, ich bedauere das, wenn sich Politiker nicht mehr als Repräsentanten ihres Wahlvolks begreifen. Ich bedauere das ein wenig, weil das auch was mit Verantwortlichkeit zu tun hat. Auch wenn ich der Analyse zustimmen würde, dass die heutigen Fragen oft so komplex sind, dass man nicht mal nachfragen kann und auch nicht unbedingt für das, wofür man gewählt wurde, dann nochmal. Aber vielleicht bin ich einem Idealismus von Demokratie aufgesessen. Was haben denn die Medien in dem Fall für eine Funktion, egal welche Form von Medien, als vierte Gewalt, als kritische Hinterfrager, als Ersteller von Öffentlichkeit, von dieser Offenheit? Was ist das? Ich glaube, die Medien können da drin verschiedene Funktionen wahrnehmen. Einerseits diese Öffentlichkeit herzustellen, wie du das schon sagst, können auch stellvertretend für uns agieren, weil wir ja schlichtweg auch gar nicht die Möglichkeiten haben, sagen wir mal, in jedem Sachthema so kompetent zu sein, dass wir auch Fragen stellen können, die als investigativ gelten können. Ja? Also je nachdem, welches Thema mir vorgelegt werden würde, wären meine Fragen banal. So, ein Journalist hat die Möglichkeit, eine investigativ kluge Frage zu stellen, einfach weil er sich auch berufsmäßig damit beschäftigt. Das heißt, ein Journalist oder eine Journalistin kann Stellvertreterfunktionen für die Bürger auch wahrnehmen. Das halte ich als ganz wichtige Funktion des Journalismus. Letztlich würde ich so eine Theorie wie die von Green nie absolut setzen, sondern sie als korrektiv begreifen. Einfach nochmal ein Stück bekannte Sichtweisen gegen den Strich zu bürsten und zu gucken, wenn man es ein Stück nüchterner betrachtet, was man trotzdem noch rausholen kann. Also ich finde diese Idee von, also irgendwie ist es so diese Spontanität und der authentische Moment, so wirkt es, so, dass es das ganz Wichtige ist, dass man den Politiker oder die Politikerin dahin bringen muss, ad hoc zu reagieren und das ist dann halt das, wie er wirklich ist, also den Wesenskern zu dechiffrieren. So verstehe ich das ungefähr, so was du sagst. Und da, also ich kann das nachvollziehen aus so einer menschlichen Gestus raus und das hat an vielen Stellen bestimmt seine Berechtigung, aber es gibt natürlich so viele Themen, da kann man gar nicht auch als Politikerin oder Politiker spontan drauf reagieren, weil wie du genau sagst, die sind ultra komplex oder der erste Impuls, den man hat, der ist dann im Zweifel der falsche, weil wenn man mit etwas Neuem, mit einem neuen Sachverhalt konfrontiert würde oder mit einer Frage, in der man sich nicht genau auskennt, weil die Faktenlage dann eine viel komplexere ist, ganz häufig. Und das ist natürlich das Problem, sodass man halt, glaube ich, wenn man im politischen Diskurs insgesamt unterwegs, egal ob man jetzt Parteipolitiker ist oder irgendeine NGO vorsteht oder sowas, dass man halt so eine gewisse Impulskontrolle eigentlich haben muss, weil man halt nie ganz, weil viele Dinge so tiefgründig immer sind, dass man erst nochmal drüber nachdenken muss, bevor man sich richtig positioniert. So, und da ist natürlich, weil
die Öffentlichkeit relativ gnadenlos im Zweifel, wenn man dann was raushaut und denkt so, ja, das könnte schon das Richtige sein und sich dann am Ende herausstellt, dass die Wahrheit einfach viel komplizierter ist. Und also von daher, meine Sorge ist, wenn man mit dieser Theorie, von der du sagst, die ist nicht absolut und alles nachvollziehbar, aber ist, dass man also den spontanen Moment überschätzt in seiner Bedeutsamkeit. Weil wichtiger ist es mir ja eigentlich, was hat der Politiker, was denkt er sich eigentlich oder die Politikerin nach reiflicher Überlegung? Zu welchem Schluss kommt er denn eigentlich, wenn alle Fakten abgewogen sind? Ich finde, das ist gerade äußerst spannend, wenn wir so schauen. Es gab so viele Fettnäpfchen der letzten drei Jahre, wo Politiker, meistens waren es Männer, nennt mir ein weibliches Beispiel, wo Männer, was weiß ich, hochrangige Politiker kurz vorm Schlafengehen nochmal so einen Tweet absetzen und am nächsten Morgen ist ihr Leben nicht mehr wie vorher, weil sie echt entweder wirklich Bullshit gepostet haben oder es wurde total anders verstanden. Und ich nenne jetzt nur mal zwei Beispiele. Ich nenne tatsächlich zwei grüne Beispiele, weil mir das besonders leid getan hat bei den beiden. Einmal natürlich Boris Palmer, ne, mit seinem Post, was er sicherlich bitter bereut hat. Und das andere zum Beispiel Robert Habeck, der sich ja auch nach einem Tweet, ich glaube von Facebook oder von Twitter verabschiedet hat, weil er gesagt hat, dieses Medium ist nichts für mich. Insofern finde ich sehr interessant, was sich hier eben bei euch so entsponnen hat, dass einerseits, wenn jetzt Marie sagt, hier demokratisches Empowerment bedeutet, dass Politiker und Politikerinnen sich mehr Situationen aussetzen, wo sie weder Pressesprecher haben, Sie können trotzdem welche haben, Christian, keine Angst, aber weder Pressesprecher haben, noch Moderatoren oder Moderatorinnen, also ich kriege da auch mein Fett ab, so ungefähr, dass man sagt, ihr müsst euch mehr aussetzen und gleichzeitig, was Christian eben gesagt hat, dann gibt es aber auch ganz viele so Autsch-Momente, wo man sagt, der Politiker hat jetzt hier wirklich unterschätzt, was für ein scharfes Messer diese Social-Media-Kanäle teilweise sein können, was die für Flächenbrände auslösen können. Insofern muss man sie teilweise auch schützen vor Social Media. Felix. Also ich habe ehrlich gesagt, als ich dir zugehört habe, aber dadurch auch mehr verstanden habe, weil du hast nicht sofort gesagt, das ist jetzt falsch verstanden. Ich musste mal kurzer Themenwechsel, aber hat was mit Medien zu tun. Früher waren Fußballer-Interviews irgendwie besser. Ne? Die waren authentischer. Heute sind die für mein Gefühl im Internat bereits geschult darin, wie sie Fragen von Journalisten beantworten, ohne was zu antworten. Aber es war einfach, also Matthäus war irgendwie sympathischer. Den hätte ich mehr gewählt. Er würde, ne? Also jetzt mal so. Und was du findest, okay, Matthäus, also aber auch ein wunderbares Beispiel mit dem Eintritt ins Social-Media-Zeitalter war für Matthäus schwere Zeiten angebrochen, aber ich wollte gar nicht zu vertieft auf spezifische Fußballer eingehen, ich wollte nur sagen, das Verhältnis von Menschen in der Öffentlichkeit, wenn sie authentisch sind und auf die heutige Medienlandschaft treffen, ist krass, glaube ich auch. Boris Palmer, ich kann kurz damit angeben, dass ich das Interview in der Zeit in der letzten Woche gelesen habe, da zeigt er sich nicht besonders reuig, ne? So über seinen aktuellen, über das, was er aktuell gemacht hat. Aber wir wollen nicht zu viel über Social Media reden, aber es ist halt ein, was in der Zeit möglicherweise auf einer ganzen Seite in einem Interview ist, erscheint auf Twitter oder so ein Satz daraus gerissen. Rausgegriffen. Und dieses Wechselverhältnis. Und dann habe ich noch das Gefühl, ich bin nicht mehr Zuschauer, sondern ich darf da mitreden in den Medien. Puh. Schwieriges Feld. Es ist ja auch super, es ist ja auch die Riesenchance, im Austausch zu sein, im Gespräch zu sein, da auch reagieren zu können, auch die Stimmung abgreifen zu können, wobei jedes soziale Medium, jede eigene Followerschaft ja auch immer nur ein kleiner Ausschnitt einer Gesamtbevölkerung ist. Also darf man, also Twitter ist ja nicht die deutsche, was in Twitter diskutiert wird, ist ja nicht der deutsche Diskurs oder so. Also es ist halt eine spezifische Gruppe, die da drin ist, die sich dann auch äußert, also eine Mitteilungsbereitschaft hat. Das ist von Alters Fragen her kontrovers strukturiert etc. So von daher, also das ist nicht Deutschland oder die USA oder so. Und ja, ob man jetzt mit Boris Palmer Mitleid haben muss oder so, weiß ich nicht, aber an der Stelle, weil natürlich sind das ja erwachsene Leute, also die wissen ja auch, was sie tun. So, also von daher, man ist natürlich, wenn ich jetzt eben halt die Spontanität so ein Stück weit zurück, man muss natürlich auch schnell reagieren können. So, also man muss ja, Schlagfertigkeit ist ja auch eine Tugend, so, die man braucht auf einer Bühne, in der Diskussionsrunde, im Gespräch mit den Menschen als Politikerin oder als Politiker, so, also darum geht es natürlich auch so. Es ist halt nur, ich würde dieses Momentum nicht überbewerten. So, das ist nur mein Plädoyer und da würde ich
halt auch die Menschen vor bewahren wollen, auf über jedes Stöckchen in den sozialen Medien immer springen zu müssen, nur weil das dann halt ein besonders authentischer Moment würde. Ich glaube, das Thema muss man Politiker und Politikerinnen vor sich selbst schützen, wäre ein eigener Abend wert. Ne? Also da hätten wir tolle Anekdoten. Marie, noch kurz dazu. Ja. Ich muss noch drei Themen hier unterbringen in einer halben Stunde. Okay, ich halte mich knapp. Also ich muss sagen, dass mein Mitleid mit den Politikern sich in Grenzen hält. Wirklich, ja. So, und ich würde sagen, ich wähle Menschen nicht dafür, dass sie perfekt referieren können, was ihre Ministerialbürokratie in monatelanger, mühevoller Kleinarbeit vorbereitet hat, sondern ich wähle die dafür, dass die eine Idee davon haben, wo es hingehen soll, warum man das macht. Und ich glaube, dass diese Ideen kommunizierbar sind. Und ich möchte, dass es ein Setting gibt, in dem darüber gesprochen werden kann. Aber hast du den Eindruck, das gibt es nicht? Ich glaube, das gibt es, wenn Fragen bis ins Kleinste vorformuliert sind, wenn keine Spontanität mehr, wenn wir nicht mehr in einem offenen Diskurs darüber sind, wie wir, welche unterschiedlichen Ideen da sind, weil jeder Angst hat, sich mit jedem kleinsten Wort zu weit von dem Skript zu entfernen, das vor ihm liegt. Da wird es schwierig. Und ich glaube, in der Hinsicht kann Offenheit tatsächlich ein kritisches Ideal sein. Also Offenheit als kritisches Ideal, aber eben auch als Gefahr tatsächlich, ja? Aber gut, du siehst es nicht als Gefahr. Felix, du. Ich weiß es nicht, also ob ich es sehe, ob ich das, dass sie das nicht tun. Ich würde glatt sagen, wenn man in einem bestimmten Sattel angekommen ist, dann kann man bestimmte Dinge auch mal wirklich aus sich selbst heraus sagen. Wenn man da hinkommen will, ist es sehr gefährlich, weil diskutierte Gestalten werden verehrt, aber auch sehr abgelehnt. Und das ist, da wären wir dann vielleicht in der Verbindung von der Parteiendemokratie. Wir leben in einer Parteiendemokratie und man muss sich ja auch in der Partei dann erstmal gegebenenfalls an bestimmte Positionen bringen, um Einfluss erlangen zu können. Und die nivelliert solche Charaktere gerne aus. Wenn ein Kubicki erstmal an einer bestimmten Stelle ist, kann er erstmal sagen, was er will und auch sehr authentisch sein. Macht er auch. Also ich habe den in Schleswig-Holstein kennengelernt, als ich dort war. Ich vermute, der wird sein Leben lang schon so gewesen sein, wie er auch heute auftritt. So, der ist, glaube ich, war immer schon ein sehr meinungsstarker Typ, so dass man da hinkommt und auch seine wahrscheinlich liberale Grundorientierung schon immer mit sich und auch diesen offenen Austausch, das Parlament auch immer gerne gesucht hat. Also das sind ja Orte, wo genau das stattfindet. Das wollte ich mit meiner Frage eben intendieren. Der Zwischenruf im Parlament. Also man kriegt das ja nicht gut mit in der Tagesschau oder sowas beim NDR jetzt für Niedersachsen oder so weiter, wie die Stimmung im Parlament ist. Aber das findet ja statt so. Also dass dort kontrovers gestritten wird und dann auch Leute in die Spontanität irgendwie hineinwechseln oder dann zur Höchstform auflaufen. So. Ja. Also ich sehe, wir ringen alle so ein bisschen um die Frage, wie kommen wir weg von dieser Hetze, von dieser Missgunst, von diesem Bashing von Politikern, von Verwaltung. Mir scheint, es wäre wirklich interessant, da nochmal über guten Journalismus zu diskutieren. Also ich war neulich in einer anderen Gesprächsrunde, wo wir uns wirklich mal offenbart haben gegenseitig, was ist eigentlich mein Qualitätsmedium, was ich konsumiere, was ich glaube, was gut ist für meine politische Meinungsbildung. Diese Runde würde ich gerne mit euch drehen, habe aber leider keine Zeit. Das muss ich nächstes Mal machen, weil ich finde es sehr interessant zu schauen, was ist für dich qualitativ hochwertiger Medienkonsum. Darüber haben wir angesichts von Social Media bisher weniger gesprochen. Oder möchtest du dich outen? Nee, nur ganz kurz. Als du gesprochen hast, habe ich auch gerade eben gedacht, was ist Deutschland oder welche Medien repräsentieren Deutschland? In unserem gestrigen Gespräch mit FÖJ-Lern zusammen über Medien und Demokratie kam auf, Annalena Baerbock gibt der Bild am Sonntag ein Interview, das darf man nicht machen, der Bild, der Springerpresse ein Interview geben. Also ist hochinteressant, ne? Also, was lesen wir und wen repräsentiert das? Genau, ich finde es wirklich sehr interessant, sich danach mal so einen Bodyscan zu machen. Was isst du eigentlich den ganzen Tag für einen Müll oder für gesundes Zeug? Was isst du hier oben mit deinem Kopf den ganzen Tag an wirklich blödem Zeug, an pauschalisiertem Durchschnittsmeinungskram? Und was sind wirklich, wo setze ich mich auch, das war eine Frage, die ich in der Diskussionsrunde mit Feministinnen diskutiert habe, wo setze ich mich auch mal medialen Diskursen aus, wo ich schon weiß, also die sind für mich eine Zumutung, aber die tun mir gut, weil die mein Denken verändern. Ne? Interessante Frage. Ich würde aber jetzt gerne noch zwei Spotlights werfen. Einmal
liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Cosma, wenn es was im Chat gibt, hier ist Platz für dich. Das ist nicht der Fall. Ihr habt das Kopfschütteln jetzt nicht gesehen, weil es hinter der Kamera war. Wir wollten euch eigentlich gerne einen Film zeigen, so wie letztes Mal. Da haben wir auch einen Film eingeblendet und das ist uns leider diesmal aus medienrechtlichen Gründen untersagt worden. Aber diesen Film gibt es auf YouTube, zumindest den Trailer. Und wir wollten eben keine Medientipps geben, aber diesen Filmtipp, den wollen wir jetzt doch nochmal hier loswerden. Und zwar heißt der Film Brexit, The Uncivil War. Und dieser Film beschreibt die Ambivalenzen, die wir hier eben beschrieben haben. Also hohe Manipulierbarkeit durch soziale Medien. Also man kann Leute aktivieren. Das könnte ja was Positives sein. Aber wozu man sie dann aktivieren kann, nämlich gegen die Demokratie zu handeln oder gegen bestimmte demokratische Ideale. Das ist sozusagen die Tücke. Du kannst quasi mit einem demokratischen Mittel was Antidemokratisches erzielen. Und da würde ich euch gerne empfehlen, im Nachgang nochmal diesen Trailer zu gucken von dem Brexit-Film. Und ich würde mal Christian fragen, weil er uns auch nochmal diesen Filmtipp nahegelegt hat. Da wird ja beschrieben, dass es so eine Art Zeitenwende gibt, Demokratie vor den Algorithmen und Demokratie nach den Algorithmen. Und das ist natürlich jetzt eine sehr kontrastreiche These. Wie denkst du als Pressesprecher, was ist da in diesem Film beschrieben worden, wie Medien unsere Demokratie so verändert haben, dass es kein Zurück zu vorher mehr gibt? Ja, also der Film macht ja viele Dimensionen auf. Also einmal dieses Demokratie-Theoretische ist halt, wer nimmt eigentlich teil am demokratischen Austausch, und fernab dieses Filmes so konnte man, glaube ich, beim Brexit, aber auch beim Entstehen der AfD oder bei der Wahl von Trump erkennen, dass Menschen aus der Nichtwählerschaft wieder zurückgewonnen worden sind in den demokratischen Kontext, aber eben halt nicht als Zustimmung für ein bestehendes System, sondern als gänzliche Ablehnung größtenteils oder an vielen Stellen. Und das ist natürlich, auf der einen Seite, man holt die Leute wieder rein ins System, und die wollen aber, werden zu Systemsprengern, so auf eine bestimmte Art. Und das ist natürlich etwas, was wir dort erlebt haben, wo sich alle politischen Kräfte Gedanken darüber machen müssen, wie kann es denn eigentlich gelingen, Menschen wieder ins System zu holen, vielleicht ist da so ein anderer Bürgerbegriff hilfreich, wieder ins System reinzuholen, sodass sie aber das System nicht sprengen wollen. Und ich glaube, das ist so diese Frage, und die in diesem Film ganz hervorragend verhandelt wird, und von der wir alle, glaube ich, uns viel lernen können oder wo wir weiter darüber nachdenken müssen. Das andere ist natürlich, dass da die Frage ist, wie ist dieser Wahlkampf eigentlich genau gemacht worden? Wie sind diese Leute angesprochen worden? Da ist man ganz nah bei dem, was du gesagt hast mit Digital Literacy und der Frage von Algorithmen, der Zugänge von Profilen, Datenschutz. Da gab es eine ganze Menge Verstöße, so wie das kolportiert wird. Aber da ist man an der Stelle, wie funktioniert politisches Campaigning dann heute, wie funktioniert politische Kommunikation und wie muss eigentlich ein Bürger, eine Bürgerin ausgestattet sein, um halt überhaupt adäquat auf solche politische Kommunikation reagieren zu können oder die einordnen zu können, weil das ist schon verdammt geschickt, was dort passiert und wie du das vorhin beschrieben hast, und das wird in diesem Film eben auch ganz hervorragend thematisiert und ist wirklich unterhaltsam, also sehr gut sehen. Und der dritte Punkt, der da drin war, ist die Romantik. Ja, die angesprochen wird, sodass man dieses romantische, ja früher war das so, also der Claim der Leavers, diejenigen, die den Brexit wollten, war ja dann Take Back Control gegenüber der Europäischen Union, und das ist natürlich, also wann wurden bestimmte Dinge überhaupt mal kontrolliert? Also es ist halt ein vermeintliches Zurück in ein besseres Gestern, so was es halt nie gegeben hat. Also ne, da neigt man immer zur Romantik, und ich glaube, in Deutschland ist man da auch nicht ganz unanfällig für, und das sind einfach Themen, mit denen man sich, glaube ich, sehr konstruktiv oder nach vorne gewandt auseinandersetzen muss, weil das für eine Demokratie, die sich im 21. Jahrhundert in der Digitalisierung befindet, vielleicht auch in so einer Corona-Pandemie, wo es ja auch jetzt groß um die Frage nach vorne, nach hinten geht, wo wir uns einfach mit auseinandersetzen müssen. Und da müssen die Medien eben, muss man Medien haben, die genau sowas gut thematisieren können, die da Transparenz drüber herstellen, die Mechanismen nachvollziehen können. Und da ist sowas wie ich am Anfang meinte, dass halt dort natürlich viele Medien im Moment in existenziellen Nöten sind, ist natürlich eine belastende Situation. Ja.
Ja, Take Back Control, das ist der Satz, der in diesem, also wo die Entstehungsgeschichte dieses Satzes in diesem Film so wunderbar beschrieben wird. Es wird dann so eine alte Bürowand geschrieben, Take Control, ist kein guter Slogan. Take Back Control, die Illusion, wir könnten Kontrolle zurückgewinnen, also es ist eigentlich eine doppelte Illusion, überhaupt Kontrolle zu haben und dann noch zurückzugewinnen, da merkt man, oh Mann, Illusionen verkaufen sich so gut in den Medien. Da gucke ich jetzt nochmal zu Marie und auch zu Felix. Felix, der Erfinder der Utopianale, du verkaufst keine Illusionen, nein, aber du versuchst das utopische Potenzial anzusprechen. Leute, die Lust haben, an etwas zu glauben, auf etwas zu hoffen, etwas herbeizusehen. Ich gucke euch beide mal an. Wie gehen wir jetzt damit um in diesem Spannungsfeld von Medien und Demokratie, dass diese vertrackten Illusionen eigentlich wie schleichendes Gift sind? Ich muss kurz zwischenschieben, weshalb ich die ganze Zeit so lächle, weil während ihr drüber gesprochen habt, habe ich an einen anderen Film gedacht, der heißt Wag the Dog, Ende der 90er. Und da ging es darum, dass man, wenn man bestimmte Bilder produziert, und das war eben dann noch vor diesen gefährlichen sozialen Medien, und diese Bilder in den Medien platziert, es gibt keinen Krieg. Doch, ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Das ist, also Bilder produzieren und über Bilder Ideen, was Menschen wollen und woran sie auch glauben, ist wahrscheinlich wirklich, war wahrscheinlich immer schon der Fall. Da musste ich gerade noch einen anderen Filmtipp geben. Großartig. Danke. Also wir sind alle Filmliebhaber, weil wir auch gerne zur Utopianale gehen. Und das wird immer schlimmer mit dem Filmliebhaben. Ich gucke mal zu Marie, weil sie nämlich als Demokratietheoretikerin natürlich bei der Frage, war das schon immer so, dass die Leute gerne glauben wollen, was sie gerne glauben wollen? Wird das gepusht jetzt durch diese Medienvielfalt? Oder kannst du da eine Einschätzung geben? Oder sei es nur ein subjektives Gefühl? Es muss auch nicht wissenschaftlich abgesichert sein. Ich versuche mich mal zu meinem Gedanken hinzureden, der sich jetzt erst formen muss. Ich vermute, dass wir diese Grundemotionen, die ja da zum Tragen kommen, wie zum Beispiel also das Gefühl Kontrollverlust in einer sich immer weiter individualisierenden, beschleunigenden, sich global verflechtenden Welt, die für den Einzelnen unübersichtlicher wird. Dass wir solche Grundemotionen nicht wegkriegen werden. Und dass bestimmte soziale Prozesse, in denen wir stecken, auch immer wieder solche Emotionen hervorrufen werden. Es können andere sein, aber die werden immer da sein. Die Frage ist, wie wir uns dazu verhalten und ob wir in einen guten gesellschaftlichen Diskurs darüber kommen, warum diese Emotionen in uns hochkommen, ob wir überhaupt dahin kommen, uns einzugestehen, dass die hochkommen und ob wir dafür verschiedene Deutungsmuster finden. Und wenn das die einzige Möglichkeit, sich zu dieser Emotion zu verhalten, ist, Protest zu wählen, dann war es ein Mangel an Alternativen und ein Mangel an Reflexion. Und ich glaube, dass das wichtig bleiben wird, auch für die Gesellschaft in Zukunft, dass wir in diese Reflexionsprozesse einsteigen. Und gucken wir doch darauf, was im letzten Jahr passiert ist, wie viele Corona-Leugner gemeinsam auf die Straße gegangen ist. Das Thema Verschwörungstheorie, was du schon angesprochen hast. Dahinter stecken wirkmächtige Emotionen, die wir nicht ausreichend zum Thema machen. Das ist ein super Stichwort für den Post, den wir gerne vorlesen lassen würden von Cosma, die jetzt netterweise zu uns kommt, weil du hast eben die Stichworte geliefert, das, was in uns hochkommt, reflektieren. Das kann natürlich führen zu einem Protest, zu einem sachlich begründeten Protest, Entstehung von neuen Protestbewegungen. Da würde ich auch gerne nochmal zu Felix gucken, weil du hast viel mit Protestbewegungen auch zu tun. Es ist ein Sammelbecken oft, was sich bei dir bildet. Aber wir würden gerne Cosma, hallo, jetzt sehen wir auch endlich mal das Gesicht dazu. Herzlich willkommen. Hallo. Bitten, einen Post von Facebook von einem geschätzten Kollegen vorzulesen, wo einige von uns wirklich so Gänsehaut hatten. Einerseits, weil es wirklich dieses, was du eben beschrieben hast, diese hasserfüllten Entladungen
dieses Aufeinander-Losgehen im Netz enthemmt, auch durch Corona vielleicht nochmal enthemmter darstellt. Das ist einfach Realität im Netz. Und gleichzeitig finden wir es richtig klasse, wenn Leute sich dann so outen und sagen, das tut echt weh, hört mal auf. Und das in aufrechter Haltung sagen. Und ich, vielleicht kann Felix kurz erklären, von wem der Text ist. Und Cosma, liest einfach mal vor, netterweise. Ich erkläre gar nicht viel, weil der Text ist ja, also es ist ja, das ist Markus Munzlinger, der macht Programm im Kulturzentrum Pavillon. Schöne Grüße an das Kulturzentrum Pavillon, vielen Dank. Und ja, es ist, glaube ich, in seinem persönlichen in Thread, sagt man, veröffentlicht, aber ich habe ihn gefragt, weil ich fand ihn wirklich sehr spannend zum Thema Medien, Demokratie, soziale Medien und Austausch, Öffentlichkeit. Genau, dann lese ich jetzt einfach mal los. Das Problem, das mir mittlerweile richtig Angst macht, ist der ständige Kontakt zwischen den feindlichen Milieus und Lagern. Plötzlich bin ich in virtuelle politische Schlagabtausche mit Leuten aus Garmisch-Partenkirchen oder dem Shorvi-Opa von nebenan verwickelt, über den ich mich sonst nur aufregen würde, weil sein Hund auf den Spielplatz meiner Töchter kackt. Die Milieus und Lager werden als Teil des Geschäftsmodells von Facebook und so weiter algorithmisch mobilisiert und aufeinandergehetzt. Ich bin mir sicher, dass unzählige Menschen nachts mit Gewaltfantasien gegenüber den Leuten, mit denen sie sich die letzten 2 Stunden Kommentargefechte lieferten, ins Bett gehen. Und ich befürchte, dass die anhaltende Zuspitzung irgendwann nach einer Auflösung verlangt, nach einem großen Knall. Da arbeiten wir wohl alle irgendwie drauf hin, ohne es alle auch so zu wollen. Ich habe mich für #ZeroCovid positioniert und stoße auf Facebook dauernd mit mir bekannten und unbekannten Leuten zusammen, bei denen Zero-Covid Hass und Verachtung auslöst und denen ich mich dann auch entsprechend gegenübertrete. Und das ist ja nur eines von vielen Themen. Ich versteigere mich mal zu der Behauptung, dass wir medienhistorisch an einer ähnlichen Schwelle stehen wie in den 90er, 20er und 90er, 30er Jahren, als Print für Zeitungen und Bücher industriell vereinfacht und verbilligt, wie nach Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht auch das Lesen und Schreiben, kein besonderes Privileg mehr darstellten und alle Milieus ständig mit politischen Publikationen überschwemmt wurden. Diese Phase der Medienentwicklung ist natürlich nicht monokausal ursächlich für die damalige gesellschaftliche Zuspitzung und Explosion von Gewalt, aber für die Mobilisierung der jeweiligen Lager essentiell. Ja, danke, Cosmo. Hast du uns ein bisschen Publikum in Form von Markus reingebracht? Vielen herzlichen Dank. Merci. Ja, also wir sehen hier das Offenheit, ne? Also wie in den 20er Jahren, plötzlich sind Medien verfügbarer, dass wir quasi wie wieder in den 20er Jahren leben und dass Offenheit in Hass umschlagen kann. Was kann man tun, damit es zu mehr Akzeptanz von Meinungen kommen kann? Felix? Ich hänge noch an dem Begriff auch, und der kommt ja auch in dem Post wichtig vor, Emotionen. Marie hat viel darüber gesprochen, dass wir Emotionen reflektieren müssten, bevor wir dann in den Diskurs einsteigen. Ich fasse jetzt mal so ein Verständnis von mir. Und Emotionalisierung, also ich glaube, dass wir drauf gucken können, welche Medien emotional einfach von ihrer Struktur, wir gehen mehr in die Emotionalisierung, in die Spontanität. Wir hatten gerade eben auch dieses, ne, wann postet man mal nochmal kurz was? Und ja, vielleicht bin ich romantisch, aber wenn Menschen wenigstens was in der Hand haben und lesen, das lädt mich, vielleicht weil ich so bin, wie ich bin, mehr zum Reflektieren ein. Und wenn ich dann nochmal so richtig schreiben müsste, zum, obwohl die Leserbriefspalte ist auch voll von Wut. Aber also ich habe deine Frage leider vergessen. Ich wollte nur sagen, Emotionen und wie Medien, welche Medien Emotionen wie fördern. Und Markus Post finde ich, Algorithmisierung, schreibt er, glaube ich, von emotionalisierten Themen. Genau, also meine Frage in die Runde war, was können wir dagegen tun, dass diese Emotionen nicht in Hass umschlagen, sondern in eine Akzeptanz von Meinungen und Lebenswirklichkeiten der anderen. Also wenn einer sagt, ich habe hier Angst und das wird sozusagen niedergemetzelt, dann ist die Frage, was könnt ihr in euren Berufen, aber was können auch alle, die zuhören, zuschauen, tun, um mehr, ich sag mal, ja,
öffentliche Zivilcourage auch zu zeigen und zu sagen, ich schreite ein und kämpfe für einen fairen Diskurs. Wo sind da für euch die Hebel? Also jetzt, als Leiter einer Pressestelle ist es natürlich so, dass man auf vielen Kanälen unterwegs ist. Man bekommt E-Mails, also man ist Ansprechpartner für Menschen, die außen sind, die einem teilweise sehr, sehr unfreundlich begegnen, wenn denen irgendwas nicht gefallen hat. Das ist natürlich in den sozialen Medien auch so, sodass dort den Kolleginnen und Kollegen, die das betreuen, da eine ganze Menge an Wut auch entgegenschlägt und Unzufriedenheiten, die wo auch immer sie herrühren, vielleicht mal, wenn man auch mal einen Fehler gemacht hat oder so, dann aber halt eigentlich vielleicht woanders herrühren, aus vielleicht so einer Lebensunzufriedenheit oder nicht gehört werden. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es gibt Etiketten, wo man da immer wieder darauf verweist, bitte haltet euch daran. Und dann gibt es natürlich Sanktionsmöglichkeiten, dass man Leute ausschließt, auch vom Diskurs auf den eigenen Kanälen. Das sind natürlich sehr restriktive Mittel, die man dann da einführen muss. Aber man akzeptiert ja auch, würde ja auch nicht akzeptieren, dass jemand in dieses Wohnzimmer reinkommt und uns jetzt beschimpfen würde. Und dann würden wir ja auch nicht sagen, ja, setz dich doch gerne und trag das nochmal vor. So. Also ich meine, irgendwo hört es ja auch auf. So. Also man muss ja nicht alles irgendwie mit sich machen lassen. Also man hat ja auch eine Selbstachtung an dieser Stelle, und wenn Leute sich halt nicht benehmen können, dann kann man denen das durchaus auch mal spiegeln. So. Also ich denke, das ist schon was so. Ich finde nichtsdestotrotz, dass man immer wieder auch den Hinweis geben muss, ob das in den sozialen Medien ist, aber auch im privaten Kontext, wo einem, ich kann mehrere Beispiele aus dem privaten Kontext nennen oder mich daran erinnern, wo rechtes Gedankengut mir entgegengebracht worden ist oder so, wo man dann immer wieder dann auch darauf hinweisen muss, was da gerade gesagt wird und was da gerade passiert und wie das gesagt wird, und dass man damit auch bestimmte Standards reißt und dass man damit Gesprächsfähigkeit und Besprechbarkeiten zerstört, weil man halt den Menschen oder den Diskurspartner dann halt in seiner Menschlichkeit, wie du das am Anfang auch gesagt hast, attackiert. So, und da halt mit sehr viel Geduld, Liebe zum Menschen, der grundsätzlichen Offenheit, dass da jemand vielleicht doch was irgendwie sagen möchte oder so, aber man muss eben auch nicht alles mit sich machen lassen. So, ne? Das sind, glaube ich, schon, das sind die Wege, so, die ganz offen, erstmal offensichtlicher sind. Ja. Ich finde den Begriff Liebe zum Menschen ganz wichtig, weil ich glaube, letztlich ist es genau das: Begegnung ermöglichen und Mitgefühl stärken. Also so ein grundsätzliches Mitgefühl, was wir schon von Geburt an mitgekriegt haben, dass wir das nicht aberzogen kriegen im Laufe unseres Lebens durch bestimmte, sagen wir mal, Logiken unserer Gesellschaft, keine Schwäche zu zeigen und Ähnliches, sondern dass wir auch da schon gucken, dass das von Anfang an gestärkt wird, weil das eine unbedingte Voraussetzung für soziales Miteinander online oder offline ist. Und einen weiteren Hebel, den ich dazulegen würde, obwohl wir ja nicht hier sind, um über die große Politik zu sprechen, ist, glaube ich, dass wir die Unternehmen, die diese Plattform bereitstellen, dass wir die stärker verpflichten, noch stärker verpflichten, gegen Hass und Hetze vorzugehen. Es kann doch nicht sein, dass in Situationen, wie unlängst geschehen auf Twitter im Fall Jasmina Kunke, wo deren Adresse veröffentlicht wurde, zusammen mit Drohbotschaften, man wolle sie massakrieren, die Privatadresse von einer ganzen Familie mit kleinen Kindern, dass Twitter da keine große Lust hat, IP-Adressen rauszugeben von Leuten, die das geteilt haben. Also wie können Plattformen mit sowas durchkommen? Ja, wo ist da der politische Hebel? Also Zivilcourage, absolut wichtig. Staatliche Regulierungspolitik, ebenso wichtig. Vielleicht sogar für den Moment gerade wichtiger, weil es so eine Leerstelle ist. Ja, und in Ergänzung auch noch, also wirklich Dinge zur Anzeige bringen. Also das muss man einfach machen. Also so wie das in dem Fall dann wahrscheinlich ja auch geschehen ist, so dass man Dinge, wo ganz klar Beleidigungen erkennbar sind, Diffamierungen, dass man das zur Anzeige bringt und das strafrechtlich verfolgen lässt. Dafür ist der Staat da. Ja, ich fasse mal zusammen. Das ist auf der einen Seite der Appell, ja, den ihr beide auch genannt habt. Das andere ist die Begegnung, sozusagen die gewisse Aggressivitätsschübe vielleicht verringert oder helfen kann, die abzudämpfen. Und das dritte ist, zur Rechenschaft zu ziehen. Ja? Das sind Punkte, die ihr benannt habt. Felix, wolltest du dich da einklinken? Ansonsten, glaube ich, ist hier noch einiges drin zu dieser Frage.
Also ich habe erstmal ganz wichtig, glaube ich, dass es eben kein rechtsfreier Raum sein darf, kein Medium. Also, und ich würde sagen, auch gut gucken, in welchem Medium halte ich mich im Moment gerade auf, auch ich selber. Und was mache ich dort? Ich habe gemerkt, als du das gerade gefragt hast, und ich wusste es gar nicht, dass das eine Maßnahme ist, aber ich habe einen Standardpost, eine Standardantwort, wenn ich irgendwas sehe, also ich halte mich vor allen Dingen auch im privaten Raum in sozialen Medien auf, wenn ich was sehe, was wirklich nach meiner Meinung nach Humbug ist, hat das selten was gebracht, wenn ich gesagt habe, das ist Humbug, und habe im reflektierenden und nochmal nachdenkenden Modus, wie könnte ich sagen, ich rede mit dir da so nicht weiter drüber, aber ich habe das wahrgenommen, dass du das sagst. Also das sind jetzt noch keine strafrechtlich wesentlichen Sachen. Das ist einfach nur, wenn wir am Anfang hatten, das Thema Corona. In meinem leider gibt es da auch bestimmte Positionen, die ich bei weitem nicht teile. So. Und diesen Standardpost, seitdem ich den habe, brauche ich den kaum noch, weil ich damit auch beschlossen habe, auf bestimmte Diskussionen lasse ich mich in diesem Medium nicht ein. Weil das kommt in dem auch vor. Lass uns darüber reden, wenn wir uns sehen, den Wechsel zu machen. Und das ist aber etwas, was mich auch diszipliniert. Ja, also zeigt Zivilcourage auch im Netz, alle, die zuhören und auch die, die nicht zuhören. Ich würde gerne so langsam in die Abschlussrunde kommen. So ein bisschen der rote Faden dieser Wila-Serie zum Thema Demokratie ist auch, dass wir hier keinen Bashing machen wollen von, ach, die doofe Demokratie oder die blöden Parteien oder die bösen, bösen Medien, sondern dass wir im Gegenteil die Zuschauenden auch ein bisschen dazu anregen möchten, was könnt ihr eigentlich tun, statt nur vor dem Fernseher zu sitzen und zu sagen, ach, naja, es überzeugt mich alles nicht oder überzeugt mich doch oder ich habe ja gar keine Macht, ich habe gar keinen Einfluss und so weiter, sondern im Gegenteil, dass ihr guckt, wo ist eure Selbstwirksamkeit, wo könnt ihr etwas tun für Demokratie und gute Medien. Und deswegen würde ich euch einladen, auch mal diesen selbstkritischen Gedanken hochzufahren und zu gucken, was könnte ich tun, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, den Rest meines Lebens mich zu engagieren für die Demokratie. Denn deswegen machen wir die Serie hier. Und ich frage mal ganz fies in diese Runde zum Abschluss, was tust du? Was tust du, um für ein gutes Verhältnis von Medien und Demokratie, Demokratiefürsorge, haben wir es, glaube ich, letztes Mal genannt, zu tun? Felix grinst wie so ein Breitmaulfrosch und freut sich auf diese Frage. Ja, weil ich wusste vorher ja nicht, was ich tue, aber ich weiß es jetzt und ich wusste, dass du das aus mir rauslockst und das sage ich jetzt einfach, weil es total passt und weil es mir auch wirklich ein Anliegen ist und richtig ist. Ich gucke mir an, mache ich auch schon, aber welches Medium in meinem Umfeld stärkt denn Demokratie? Und diese Zeitungen, die abonniere ich oder die lese ich regelmäßig oder die unterstütze ich noch auf andere Art und Weise. Weil wenn man das nämlich mal so ein bisschen nochmal reflektiert, die Medien, die nichts kosten, die machen mich ja bekanntlich zur Ware. Und da kann man mal drüber nachdenken. Also Demokratie fördern kann bedeuten, Medien, die demokratieförderlich mir erscheinen, und dann ist es auch egal welches, weil das ist dann ganz in dem Sinne, dass egal welche Meinung ich habe, sie trägt zur Medien, also sie trägt ja zur Demokratie bei, das mal auch zu unterstützen. Dankeschön. Also ich wäre jetzt in genau die gleiche Richtung gegangen, also support your local newspaper oder dass die Zeitung, also abonniert wirklich die Medien, die ihr gerne lesen wollt. Also ich glaube, das ist eine Riesenstütze. Ich wollte aber ganz kurz noch die Gelegenheit nutzen, eine Lanze für die Medien zu brechen, so ein Stück weit, weil es war ja immer das Problem mit diesem Postfaktischen und dass die Menschen angefangen haben, von Lügenpresse zu sprechen, und es war immer eine von der ganz großen Krise der Medien, dass dort kein Vertrauen mehr ist, die Rede. Und wenn man sich jetzt die Corona-Pandemie einmal anschaut, diesen ganz kurzen Exkurs, wenn er mir noch erlaubt ist, dann hat man ja schon, würde ich sagen, wurde, auch wenn teilweise Kritik ist, schon eine Wahnsinnsleistung vollbracht von den Medien, weil wie viel ich allein gelernt habe über exponentielles Wachstum und verschiedene Viren etc., also was da übersetzt worden ist, das ist
das ist, glaube ich, kann man nicht hoch genug schätzen, wie breit dann der Medienmarkt in Deutschland doch noch aufgestellt ist, dass man dort die unterschiedlichsten Perspektiven wahrnehmen konnte, auch wenn manche sagen, es ist jetzt zu viel über Corona berichtet worden, glaube ich aber nicht. Und die Zuschauerzahlen der Tagesschau, ich habe es nochmal nachgeschaut, die sind massiv angestiegen zwischen 2019 und 2020, gerade weil dann die Menschen doch, als es jetzt so um sowas Existenzielles geht, also um eine nie dagewesene Krise, dass man dann doch nochmal dem Qualitätsmedium vertraut hat. Und auch die Abonnentenzahlen zahlreicher Zeitungen, wenn mich nicht alles täuscht, betrifft es auch hier die Hannoveraner Mazak-Medien, die sind nicht weiter gesunken oder die sind teilweise sogar gestiegen, gerade im Online-Bereich. Und da sieht man halt, dass in dem Moment, wo dann doch so eine Krise da ist, so ein ganz großer Erklärungsbedarf, aber auch vor allem auch so ein Erklärungsbedarf, der lokal stattfindet, dass dann doch auch nochmal so eine Trendumkehr dann dort stattfinden kann. So, also von daher wollte ich an dieser Stelle nochmal support your newspapers, die Sie lesen wollen. So würde ich ein ganz wichtigstes Engagement mitsehen. Marie. Ja, ich habe in letzter Zeit lange drüber nachgedacht, ob ich mich von Twitter abmelde. So, und weil mir das tatsächlich auch arg war, diese Eskalationsspirale die ganze Zeit zu bemerken. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Beitrag, nicht zu gehen gerade, sondern zu bleiben. Und manchmal zu versuchen, zu deeskalieren, genau solche Botschaften auch des Mitgefühls, der Empathie zu senden und ansprechbar zu bleiben, egal in welchen Kontexten wir stehen, sei es beruflich, sei es privat, und sich eben dem nicht zu beugen. So, auch wenn einen das gegebenenfalls angreifbarer macht. Und ich glaube, je öffentlicher wir für bestimmte Positionen eintreten, desto angreifbarer werden wir. Das ist trotzdem wichtig zu bleiben und Flagge zu zeigen. Ja, danke schön, Marie. Du hast auch das schöne Wort vorhin geliefert, Begegnung. Also das war für mich eine schöne Begegnung mit euch. Das war hoffentlich auch eine schöne Begegnung für euch an den Bildschirmen. Das ist auch toll, wenn man dieses Wort Begegnung in dieser 60er-Jahre-Halle, die bestimmt viele von den Zuschauenden kennen, wo wir normalerweise dicht gedrängt tanzen und lachen und schreien und dass wir hoffen, dass hier bald wieder diese Begegnungen da sind und dass wir ja behelfsmäßig damit erstmal Vorlieb nehmen. Beim letzten Mal hatten wir 40 Gäste im Chat dabei und oder als Zuschauende dabei. Rund 40 haben mich hinterher nochmal angesprochen und haben gesagt, Mensch, ich würde den Link gerne nochmal weiterschicken. Also wenn euch diese Sendung gefallen hat, schickt gerne auch den Tipp weiter. Diese Sendung kann man nämlich wunderbar noch hinterher sehen. Ich würde gerne ja in den Abschluss gehen, würde mich bedanken bei den Technikern hier von Faust TV. Es ist wunderschön, hier bei euch zu sein. Wir kommen erst wieder im September mit der Serie, mit der Demokratieserie des Wissenschaftsladen, wenn der Wahlkampf heiß gekocht ist und hier ganz viele Wahlprogramme und Politiker, ja, Präsentationen gibt, über die wir dann bestimmt auch vieles, vieles berichten können und uns die Köpfe dazu heiß reden können, wie wir das alles finden und wie wir uns dazu verhalten wollen. Ich bedanke mich für ja, euer Engagement. Es war total spannend, mit euch zu diskutieren und bedanke mich auch nochmal bei Cosma. Und ich würde sagen, allen einen wunderschönen Abend und ja, danke auch an den Gastgeber Felix. Ja, danke dir, Christine. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich darf das ja nochmal kurz abschließen. Danke dir, Christine, für die Moderation, für das Halten, für das Nachfragen und wie immer, aber ich soll dich nicht so sehr loben. Aber nach der Veranstaltung darf ich doch nochmal loben. Das fände ich gut. Ja, vielen herzlichen Dank und ganz, ganz herzlichen Dank an unsere beiden Gäste heute Abend, Christian von Eichborn und Marie Kajewski. Ich fand's auch sehr interessant und besonderer Dank selbstverständlich an die Kollegen. Letztes Mal hatten wir Brausen in Applaus eingespielt, oder? Waren Sie das selber? Nein, haben Sie nicht. Haben wir nicht. Aber vielen Dank an die Technik, an die Betreuung durch VSTV und wir danken für eure Aufmerksamkeit. Und ich darf noch sagen, Christina hat es schon gesagt, wir werden einen dritten Abend haben zum Thema Wahl und warum wir wählen gehen oder warum auch nicht oder wer das tut und wieso, weshalb, warum. Hashtag, wir bleiben im Gespräch und ich bedanke mich natürlich auch,
Der Wissenschaftsladen wird unterstützt in dem Projekt WIDA 2.0 von der Landeshauptstadt Hannover. Und dafür darf ich nochmal Danke sagen, weil wir sonst bestimmte Dinge nicht machen könnten. Bleibt uns gewogen. Wer sagt das immer? Na, egal. Ciao, tschüss aus der Faust-TV-Halle, der 60er-Jahre-Halle vom Kulturzentrum Faust. Und wenn ihr einmal wieder live etwas machen wollt, die nächste Veranstaltung vom Wissenschaftsladen ist eine Engagementmesse, die wir auf dem Weiße Kreuzplatz machen werden. Und es wäre uns ein Fest. Da kann man dann ganz aktiv werden. Es werden verschiedene Menschen da sein, die in hannöverschen Initiativen sich engagieren für Umwelt und Entwicklung. Und wenn ihr dort vorbeischauen wollt, vielleicht wollt ihr irgendwo dort noch aktiv werden oder zumindest ins Gespräch kommen. Das wird am 19.06. auf dem Weiße Kreuzplatz sein. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao, tschüss.